Meine Damen und Herren, ich komme zu Tagesordnungspunkt 5, zweite Lesung. Des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des dritten Gesetzes zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen. Das ist ein berichterstattungspflichtiger Vorgang. Herr Schwarz, Sie haben das Wort zur Berichterstattung. Herr Kollege Rudolph, ich habe es noch im Griff. Noch habe ich es im Griff. Okay, dann freut mich das sehr, dass Sie es wissen. Bitte schön. Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD und der FDP und der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Meine Damen, das war die Berichterstattung. Hier gibt es auch eine Wortmeldung. Eine habe ich hier vorliegen. Herr Yüksel, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach dem derzeit gültigen Schulgesetz dürfen keine neuen gymnasialen Oberstufen mehr errichtet werden. Einen triftigen Grund dafür gibt es nicht. Was aber gibt, ist ein riesiger und dringender Bedarf. Die Anhörung zu dem Gesetzentwurf hat dies noch einmal eindrucksvoll bestätigt. Eine klare Mehrheit der Anzuhörenden hat sich für die sofortige Aufhebung des Verbotes ausgesprochen, darunter auch, um nur einige zu nennen, der Verband Bildung und Erziehung, die GEW, die evangelischen Kirchen und das Kommissariat der katholischen Bischöfe Hessen, der Landeselternbeirat, die hessischen Ganztagsschulen, der Hessische Städtetag sowie Landkreistag und die Lehrer- und Landesschülervertretung. Die Aufhebung wäre auch vollkommen unproblematisch, denn der Gesetzentwurf zwingt ja keineswegs dazu, Oberstufenschulen überall in Hessen zu gründen. Er räumt lediglich die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit dazu ein, wenn sie vor Ort gebraucht werden. Und wir sind uns in diesem Haus sicherlich einig, dass die Fachleute vor Ort am besten wissen, welcher Bedarf in den einzelnen Kommunen tatsächlich vorhanden ist. Wir können aber auch eine strukturelle Zunahme des Bedarfs an gymnasialen Oberstufen in ganz Hessen beobachten. Immer mehr Schülerinnen und Schüler gehen den Weg bis zum Abitur nach der Absolvierung der Sekundärstufe I, eine weiterführende Schule, die kein Gymnasium ist. Gerade in Hessen, wo die Landesregierung so stolz ist auf die völlig unübersichtliche und selektierende Schulsystem, sind gymnasiale Oberstufen also dringend erforderlich. Viele Anzuhörende haben diese Auffassung der SPD-Fraktion bestätigt. Ohne die Bedeutung der Gymnasien kleinzureden, ermöglichen gymnasiale Oberstufen besser als grundständige Gymnasien einen gleichberechtigten Neuanfang. Denn sie sind es, die mit Förderkonzepten auf die enorme Heterogenität der Bildungswege spezialisiert sind. Eigenständige Oberstufen haben einfach Expertise, die wir den Schulträgern vor Ort nicht verwehren dürfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier eine Konkurrenzsituation herbeizureden, ist absurd, unverantwortlich und diskreditiert die gute Arbeit der bestehenden Oberschulen. Im Gegenteil, es handelt sich vielmehr um eine Entlastung der Gymnasien mit ihrem grundständigen Bildungsauftrag. Nur über die Durchlässigkeit des Bildungssystems zu schwadronieren, reicht einfach nicht, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN. Man muss
schon entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, damit Anspruch und Wirklichkeit nicht auseinanderklaffen, und zwar in ganz Hessen, im ländlichen wie im städtischen Raum. Ich kann dieses Totschlagsargument nicht mehr hören. Man könne Gesetze nicht nur für Frankfurt machen. Gerade im ländlichen Bereich muss angesichts zurückgehender Schülerinnenzahl die Möglichkeit bestehen, Schüler aus verschiedenen Schulen gut und effektiv zum Abitur zu führen. Aber davon mal abgesehen, es ist auch keine Schande, in diesem Parlament hin und wieder etwas zu beschließen, dass Frankfurt mal nicht einen riesigen Klotz an Bein bindet. Wir alle hier sind als hessische Landtagsabgeordnete auch den Bürger und Bürgerinnen in größten Städten hessischen Kommunen verpflichtet. Auch Sie, Herr Schwarz, Sie sind nicht nur Wahlkreisabgeordnete, sondern bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion für ganz Hessen. Werden Sie dieser Verantwortung endlich einmal gerecht, und hören Sie auf, Frankfurt das ungeliebte Stiefkind zu behandeln. In dieser Stelle hätte ich mir einmal einen entschlossenen und mutigen Einsatz meiner Frankfurter Kolleginnen und Kollegen von der CDU und GRÜNEN auch gewünscht. Ja, aber wenn, liebe Kollegin, wenn wir über Jagdordnung reden, wie Frankfurt, haben wir das Problem nicht. Aber als hessische Abgeordnete interessiert mich auch Jagdordnung, genauso auch Schulprobleme. Denn natürlich befinden wir uns in Frankfurt in einer außergewöhnlichen Situation. Gerade im Rhein-Main-Gebiet ist die Lage brisant. Ich finde nicht alles gut, was die Frankfurter Bildungsministerin Sarah Sorge von den GRÜNEN macht. Aber sie fordert völlig zu Recht seit vielen Jahren eine neue eigenständige Oberstufenschule. Ein Standort ist längst gefunden und könnte umgesetzt sein, wenn dies nicht durch genau diese völlig schräge gesetzliche Regelung verhindert werden würde. Eine Regelung, die an der Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler komplett vorbeigeht. Eine Regelung, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der heute niemand mehr so recht weiß, warum es sie überhaupt gibt oder wie sie entstanden ist. Eine Regelung, die Schwarz-Grüne aus Prinzip nicht ändern will, obwohl sie genau wissen, dass es notwendig wäre. Und das Kostenargument, was Sie hier ständig anführen, ohne es auszuführen, ohne es genau zu beziffern, ist nichts als Panikmache. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben das einmal überschlagen. Eine eigenständige Oberstufe im Falle Frankfurts erfordert lediglich eine Funktionsstelle A15 und Deputatsstunden im Umfang von 24 Stunden mehr. Eine einzige Stelle. Sind das etwa immense Kosten, von denen Sie immer reden? Das laute Klagen der Schulleitungen, die vehemente Proteste der Eltern, die Stadtteilinitiativen, Unterschriftkampagnen und Kundgebungen zeigen doch, dass die Politik endlich handeln muss. Ich bitte Sie, lassen Sie uns nicht abgehoben und dogmatisch an der Lebensqualität der Schülerinnen und Lehrer vorbeiregieren. Lassen Sie uns gemeinsam und pragmatisch auf die veränderten Anforderungen und Herausforderungen im hessischen Schulsystem reagieren und einen Beitrag für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem leisten. – Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. May für die Fraktion Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die SPD hat ja mit ihrem Kurzgesetz hier den Vorschlag gemacht, die Passage zur eigenständigen Errichtung von Oberstufengymnasien isoliert zu streichen. Wir haben schon in der ersten Lesung dieses Gesetzes und auch im Ausschuss mehr als deutlich durchblicken lassen, dass wir da im Grunde durchaus Diskussionsbedarf sehen und dass man da sehr gut drüber reden kann. Von daher wäre es, glaube ich, angebrachter gewesen, anstatt, wie jetzt bei anderen Debatten ärgerlicherweise schon geschehen ist, dem politischen Gegner
Dinge in den, Wort zu legen, in den Mund zu legen, die überhaupt nicht so gelaufen sind, die überhaupt nicht so beraten worden sind, sie ist vielleicht etwas runterzukochen und tatsächlich dabei zu bleiben, worüber wir hier beraten. Und ich muss schon sagen, Herr Kollege, dass man sozusagen dann die Abgeordneten aufgrund ihrer Herkunft abqualifiziert, bloß weil Kollege Schwarz und ich, dass wir nicht aus Frankfurt sind, uns gleich abzusprechen, dass wir hier auch die Interessen der Stadt Frankfurt vertreten könnten. Das würde ich mir noch einmal überlegen, ob das jetzt sozusagen die feine englische Art war. Ich finde, auf diesem Niveau müssen wir nicht diskutieren. Sie haben hier ausgeführt, dass das so ein großer Erfolg sei und dass es so riesig und dringlichen Bedarf gebe. Also so eindeutig war die Anhörung nun nicht. Wir hatten auch einige Stellungnahmen, die sich sehr differenziert und auch kritisch mit dem Vorhaben auseinandergesetzt haben. Das haben wir deswegen auch besonders aufmerksam zur Kenntnis genommen, weil wir ja im Grunde dort eine gewisse Offenheit gegenüber dem politischen Ziel haben. Aber es ist eben nicht so, dass sozusagen alle gesagt hätten, hurra, so muss es gemacht werden. Und insbesondere gab es eben auch eine große Anzahl von Anzuhörenden, die gesagt haben, im Grunde genommen das Ziel zu ermöglichen, dass es Oberstufen, Gymnasien auch eigenständig gegründet werden können, in Ordnung. Aber das sozusagen isoliert und ohne die Betrachtung der restlichen Materie des Schulgesetzes, das isoliert zu regeln, halten wir für keine gute Idee, sondern haben sich dafür ausgesprochen, das in dem Gesamtzusammenhang der Schulgesetznovelle zu behandeln. Und von daher ist das auch unser Votum, dass wir heute sagen, auch wenn man im Grunde genommen sich das so vorstellen kann, sollte man doch das Schulgesetz als Ganzes in Angriff nehmen. Und so haben wir es auch vor. Und lieber Herr Ausschussvorsitzender, das ist doch schon längst beantwortet worden. Das ist doch in der Ausschusssitzung schon beantwortet worden. In der Anhörung in öffentlicher Sitzung, in der letzten Ausschusssitzung, ich glaube, Sie waren ja auch dabei, wurde jeweils gesagt 2016. Und weil das hier auch eben gerade wieder aufgeführt wurde, es gibt so einen riesigen und dringlichen Bedarf. Also erstmal ist der Bedarf nur von der Stadt Frankfurt bisher geäußert worden. Das ist ja auch der Ausgangspunkt, weshalb Sie sich ja auch eben gerade zu Ihren Thesen verstiegen haben. Und dann hören wir doch einmal, was die Vertreterin der Stadt Frankfurt dazu gesagt hat. Sie hat sich an den Kultusminister gewandt und gefragt, wie denn der Zeitplan ist, der jetzt allen klar ist. Bis Ende 2016 soll novelliert werden, sagt die Kollegin Sarah Sorge, unsere ehemalige Kollegin, die für die Stadt Frankfurt dort da war. Aus Sicht der Stadt Frankfurt ist das begrüßenswert und zeitlich akzeptabel. Und dann noch einmal auf Nachfrage, weil nachgefragt wurde, ja, reicht das denn wirklich, liebe Stadt Frankfurt? Aus meiner Sicht muss man das nicht übermorgen passieren, sondern das in einer zukünftigen Schulgesetznovelle vornehmen, die aufgrund des Bildungsgipfels und anderer Gegebenheiten irgendwann ansteht. Das ist durchaus ausreichend. Und dann noch weiter. Der SPD-Gesetzentwurf ist aus meiner Sicht ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt worden. Von daher, lieber Kollege, ist der riesige und dringliche Bedarf überhaupt nicht vorhanden, sondern die Stadt Frankfurt hat jetzt eine Übergangslösung geschaffen. Sie ist vollkommen einverstanden damit, dass wir das in eine große Novelle einfließen lassen. Von daher gibt es keinen riesigen und dringlichen Bedarf, sondern es gibt den riesigen und dringlichen Bedarf, sich das Schulgesetz in Gänze anzuschauen und einen überlegten und tauglichen Entwurf vorzulegen. Und das ist Ihr Entwurf nun einmal nicht. Und wenn wir über die Neuregelung der gymnasialen Oberstufe reden, dann finde ich, muss in einem solchen Gesetzentwurf tatsächlich auch betrachtet werden, welche anderen Formen der Möglichkeit zum Abitur gibt es und welche Auswirkungen hat das, wenn wir isoliert oder wenn wir an einer Stelle Dinge ermöglichen. Was bedeutet das z. B. für den Aufbau von Oberstufen an Gesamtschulen oder was bedeutet das für eben auch die Oberstufen, die berufliche Gymnasien sind? Auch das muss man bei einer Schulgesetznovelle mit in Betracht nehmen. Und von daher glaube ich, dass so eine Schulgesetznovelle, das ist wie an dem Arbeiten einer sehr komplexen Maschine. Und von daher glaube ich, ist es nicht der Sachlage angebracht, wenn man
an einzelnen Schräubchen leichtfertig dreht, bloß weil man glaubt, dass man jetzt damit kurzfristig einen politischen Erfolg in Form einer kurzfristigen Zeitungsmeldung erreichen kann. Das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit dem Schulgesetz meines Erachtens, sondern wenn man sich über die Frage Ausgestaltung von Oberstufe und die weiterführenden Schulsysteme insgesamt austauschen möchte, dann sollte man das im Gesamtkontext aller Schulformen machen, da sollte man es im Gesamtkontext aller Situationen machen und nicht nur aufgrund einer regionalen Situation, die auch nicht so dringlich ist, wie Sie das dargestellt haben. Von daher muss ich sagen, der SPD-Gesetzentwurf ist ein Schnellschuss gewesen. Wir hegen zwar eine große Offenheit dem Anliegen gegenüber, aber der Gesetzentwurf der SPD ist untauglich. Wir werden daher das Anliegen im Rahmen der Gesetzesnovelle 2016 wieder anpacken. Dem SPD-Entwurf können wir heute allerdings nur unsere Ablehnung erteilen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Schwarz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, die Anhörung zum Gesetzentwurf der SPD hat ein differenziertes Bild abgegeben. Herr Kollege Yüksel, Sie waren so frei und haben Bezug genommen auf diejenigen, die befürwortet haben. Zur Wahrheit gehört, dass einige Fachleute gesagt haben, jawohl, wir können es uns vorstellen, in einem Ballungsraum unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt neue eigenständige gymnasiale Oberstufen einzurichten. Aber da war an keiner Stelle der Zeitdruck in der Form geäußert, dass das Ganze per sofort und unverzüglich zu geschehen hat. Kollege Mayer hat eben darauf hingewiesen. Andere Experten haben sich geäußert und haben gesagt, wir sehen das kritisch. Wir sehen das skeptisch. Und die Anzahl derer, die es kritisch und skeptisch sehen, in der von Ihnen vorgeschlagenen Form ist nicht zu unterschätzen. Da ist der Philologenverband, der VDL, der DLH, da sind es die Vertreter, die Interessenvertreter der Direktoren an den gymnasialen Oberstufen, es sind die Direktoren der beruflichen Schulen, es ist der Gesamtverband der Lehrer an beruflichen Schulen und viele mehr. Welche Bedenken werden geäußert? Was haben diese Bedenken gemeinsam? Und welche Gründe werden genannt? Einerseits wird überall festgestellt, das hessische Schulsystem hat eine fantastische Durchlässigkeit. Der Übergang von der einen Schulform zur nächsten funktioniert prächtig. Das darf man einmal feststellen. Das ist ein Erfolg von einem differenzierten Bildungsangebot. Da können wir stolz auf sein. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, und das darf man ja nicht völlig ausblenden, Herr Kollege Yüksel. Es ist nun einmal so, in den letzten drei Jahren ist die Anzahl der Schüler an den gymnasialen Oberstufen um 10 % zurückgegangen. 10 % an 21 gymnasialen Oberstufen. Des Weiteren ist festzustellen, und da kommen wir aus dieser Wahrheit ja nicht raus, wenn die Schülerzahlen geringer sind, dann ist es auch kniffliger, es ist schwieriger, ein breites Kursangebot und ein breites flankierendes Förderangebot vorzuhalten. Ich glaube, das dient dann auch dem Interesse derer, die dorthin gehen, nämlich eine hohe Qualität mit einem hohen Maß an Auswahlmöglichkeiten vorzuhalten. Und das will ich auch einmal feststellen, die Gefahr der Kannibalisierung, die Gefahr, dass dort Konkurrenzsituationen geschaffen werden, die tatsächlich dann die funktionierenden Systeme tatsächlich so schwächen, dass nirgendwo mehr die Breite, die erforderliche und wünschenswerte Breite vorgehalten werden kann. Und Sie haben eben die höheren Kosten angesprochen, die angeblich nicht im Raum stehen. Ich weiß nicht, von welchem eigenständigen gymnasialen Oberstufengymnasium Sie dort sprechen, aber mit den Stunden und Stellen, die Sie beschrieben haben, ist das Ganze, glaube ich, nicht erfolgreich zu bewerkstelligen. Unterhalten Sie sich noch einmal mit jemandem, der sich in Ihrer Fraktion damit auskennt. Vielleicht weiß Kollege Degen ja Rat.
Ich könnte jetzt verschiedene Zitate bringen, beispielsweise vom Verband der Bildung und Erziehung oder vom Philologenverband, wo sehr deutlich darauf hingewiesen wird, dass genau diese von mir eben beschriebenen sechs Aspekte eine wesentliche Rolle spielen und aufgrund dieser Tatsache Ihr Gesetzentwurf sehr skeptisch gesehen wird. Einen Punkt will ich allerdings schon einmal hier extrapolieren. Sie weisen in der Begründung für Ihren Gesetzentwurf darauf hin, dass die eigenständigen Oberstufengymnasien ja viel besser sich um die Quereinsteiger kümmern könnten, als das an grundständigen Gymnasien der Fall sei. Da will ich doch schon einmal hier feststellen, dass an den grundständigen Gymnasien fantastische Arbeit geleistet wird. Das ist, ja, ich glaube, da können wir stolz drauf sein. Das können auch die Kolleginnen und Kollegen stolz drauf sein, denen wir auch hier ausdrücklich unseren Dank aussprechen. Und dann würde ich doch mal wirklich etwas mich zurückhalten, an der Stelle die einen gegen die anderen ausspielen zu wollen. Das ist nicht unsere Art von Politik. Wir wollen ein breites Angebot machen. Wir wollen eine Auswahlmöglichkeit herstellen. Und wir wollen nicht den einen Kollegen sagen, ihr könnt das viel besser als die anderen es tun. Das ist nicht ordentlich und nicht redlich. Kompensationsunterricht und Fördermaßnahmen gibt es auch an den grundständigen Gymnasien. Ich glaube, da darf man auch einmal darauf hinweisen, meine Damen und Herren. Insofern, was bleibt unterm Strich? Wir stehen im nächsten Jahr, und Kollege Mayer hat dankenswerterweise darauf hingewiesen, vor einer umfänglichen Gesetzesnovelle. Schnellschüsse, Herr Kollege, haben noch nie zum Erfolg geführt. Genauigkeit geht vor Schnelligkeit. Präzision und Zuverlässigkeit gehören zusammen. Und deswegen würde ich einmal empfehlen, da vielleicht dann noch einmal einen Querschnitt zu nehmen von den schriftlichen Stellungnahmen. Wir jedenfalls sehen uns in der Auffassung bestätigt, dass wir zunächst eine gründliche Prüfung des tatsächlichen Bedarfs vornehmen und dann entsprechend eine landesweite Regelung, Herr Kollege Yüksel, hören Sie doch zu. Das sagt der Abgeordnete aus dem nördlichen Hessen, der sich sehr mit der Stadt Frankfurt und den Frankfurter Schulen verbunden fühlt, für ganz Frankfurt, für den ländlichen Raum und für die Mitte und für Ost und für West einsetzt. Wir werden dieser Gesetzesnovelle der besonderen Frankfurter Situation Rechnung tragen. Frankfurt wächst. In Frankfurt gibt es auch sukzessive mehr Schülerinnen und Schüler. Das werden wir alles sehr, sehr genau beobachten. Und insofern bleibt es dabei, wir arbeiten ordentlich, wir arbeiten sauber. Auf uns ist dementsprechend Verlass. Und der Kollege May und meine Wenigkeit, wir fühlen uns für alle Schulen in Hessen gleichermaßen verbunden. Wir freuen uns darauf, dass wir ein tolles, neues hessische Schulgesetz im nächsten Jahr auf den Weg bringen, wo wir alle Aspekte, die eine Rolle spielen, berücksichtigen und nehmen auch gerne die Impulse aus der Anhörung auf, die der Sache zuträglich sind. Ich jedenfalls bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Novelle des hessischen Schulgesetzes. Danke schön. Das Wort hat Frau Abg. Cárdenas für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im November hatten wir also die Anhörung zu diesem Gesetzentwurf, und die meisten Anzuhörenden, ich denke, das waren die meisten Anzuhörenden, haben sich für die Möglichkeit ausgesprochen, neue eigenständige Oberstufengymnasien entstehen zu lassen, und ich teile diese Einschätzung. Der Grund mag in Frankfurt, wo Schulplätze rar sind, auf der Hand liegen. Wenn Bedarf nach Oberstufenplätzen vorhanden ist, sollte es selbstverständlich so sein, dass diese geschaffen werden. Die Oberstufengymnasien haben ja durchaus eine nachvollziehbare Berechtigungsgrundlage, denn sie richten sich, und auch dies haben wir in der Anhörung gehört, nicht in erster Linie an die Schülerinnen und Schüler, die die Mittelstufe in einem reinen Gymnasium durchlaufen haben. Vielmehr ist das Schulklientel an den eigenständigen Oberstufengymnasien sehr heterogen. Viele der Schülerinnen und Schüler waren zuvor auf einer Realschule, und sie kommen mit einer ganz anderen Bildungsgrundlage in die Oberstufe.
Nehmen Sie doch einmal die zweite Fremdsprache, die längst nicht alle vorweisen können. Die Oberstufengymnasien sind gezielt darauf vorbereitet, mit den Schülerinnen und Schülern nachzuholen, was für die Abiturzulassung notwendig ist. Auch wissen diese Gymnasien von vornherein um die Heterogenität ihrer Schülerschaft und stellen sich darauf ein, Herr Schwarz, während das Gymnasium sich ja vor allem dadurch auszeichnet, die Schülerschaft möglichst homogen halten zu wollen. Die Landesschülervertretung hat aus eigener Erfahrung noch einen weiteren Punkt hinzugefügt, nämlich die Sozialstruktur. An den reinen Gymnasien geschieht der Übergang von der Mittelstufe in die Oberstufe sozusagen nahtlos. Die jungen Menschen kennen sich bereits, wenn sie in die Abiturphase eintreten. Sie haben zuvor viele Jahre im Klassenverband gelernt und gelebt, und so sind tiefe soziale Bindungen entstanden. Für neu hinzukommende Schülerinnen und Schüler ist es aber schwer, sich in die längst verfestigten Strukturen einzuleben. Und kommen dann noch Lernstress und hoher Leistungsdruck dazu, dann kann dies zu einer negativen Spirale führen, die den Weg zum Abitur zumindest erschweren. Für Quereinsteiger ein eigenes Angebot zu schaffen, macht also aus verschiedenen Perspektiven Sinn. Zum aktuellen Anlass, Beispiel Frankfurt, ist zu sagen, dass es ja im Übrigen auch zeigte, dass selbst die letzte Landesregierung nicht einmal Zweifel hatte, ob sich neue eigenständige Oberstufengymnasien denn gründen lassen sollten. Denn so wie ich es verstanden habe, wurde ja in Kooperation von Frau Sorg und der damaligen Kultusministerin Beer ein solches im Stadtteil Gallus genehmigt, bis irgendwann einmal jemandem auffiel, dass es ein Gesetz gibt, welches genau das verbietet. Auch daher plädiere ich dafür, den Änderungsantrag der SPD nicht leichtfertig, aber jetzt doch ohne viel Trara anzunehmen. Ich sehe zudem keine Gefahr, dass danach Oberstufengymnasien wie Pilze aus dem Boden schießen und andere Schulstandorte gefährden könnten. Ich bin sicher, Herr Schwarz, Schulentwicklungspläne werden verantwortungsbewusst erstellt und in letzter Instanz dann ebenso verantwortungsbewusst und tatsächliche Bedarfe aufgreifend genehmigt. Wer sollte Interesse haben, Schulen dort zu eröffnen, wo keine Nachfrage besteht? Eine kleine Kritik jedoch müssen sich die Damen und Herren der SPD aber auch von meiner Seite gefallen lassen. Auch dies wurde ein- oder zweimal in der Anhörung angesprochen. Schon beim ersten Sichten des Gesetzes bin ich über die Finanzierungsfrage gestolpert. Sie geben ja an, es entstünden keinerlei Mehrkosten, und das ist natürlich falsch. Und das wissen Sie, und das hat Herr Yüksel dann auch quasi zugegeben mit der einen Stelle mehr. Ich möchte und werde mich auch weiterhin gegen den Versuch wehren, so zu tun, als wäre gute Bildung zu Nulltarif zu bekommen. Das ist nicht so. Bildung kostet, und in dem Fall kosten auch Lehrerinnen und Lehrer etwas. Und das darf nicht unter den Tisch gekehrt werden. Ein letzter Punkt noch. Nicht nur die hier aufgezählten Pros lassen mich an die Notwendigkeit der Gesetzesänderung glauben, denn mein Idealbild eines gerechten Bildungssystems macht eigenständige Oberstufengymnasien oder Kollegs, wie sie auch woanders heißen, völlig unverzichtbar. Sollte sich die Bildungspolitik endlich einmal aus ihrer jahrzehntelangen Starre lösen und moderne pädagogische Ansätze aufnehmen sowie von den Erfahrungen anderer Staaten lernen, dann wären die eigenständigen Oberstufengymnasien die Schulform, die nach 10 Jahren gemeinsamen Lernens an der einen Schule für alle eben zum Abitur führt. Die Überwindung des selektierenden Schulsystems ist und bleibt eine der Hauptaufgaben der deutschen Bildungspolitik. Und was in Privatschulen und den IGS längst Standard ist, das muss endlich allgemeingültig für alle Schülerinnen und Schüler eingeführt werden. Und da haben die eigenständigen Oberstufengymnasien natürlich ihre unbestrittene Berechtigung für all jene, die sich für diesen Bildungsweg nach der Klasse 10 entscheiden wollen. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Herr Abg. Greilich für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sowohl die Anhörung wie aber vor allem auch die bisherige Debatte, wie sie heute hier geführt wurde, haben gezeigt, dass der Gesetzentwurf der SPD zur Lösung eines Problems vorgelegt worden ist, das wir nicht hätten, jedenfalls nicht in dieser Massivität hätten, wenn nicht Schwarz-Grün in Frankfurt bildungspolitisch versagt hätte.
Das ändert nichts daran. Insofern mag ich ein wenig doch dem Kollegen Yüksel widersprechen. Wir machen hier keine Lex Frankfurt. Wir diskutieren nicht über eine Lex Frankfurt, sondern wir diskutieren über eine allgemein sinnvolle Regel. Und diese sinnvolle Regelung hat auch die Anhörung im Kultusausschuss gezeigt. Die sollten wir hier beschließen, unabhängig von der Situation in Frankfurt, auf die ich noch zurückkomme. Ich will eines auch noch klarstellen. Grundständige Gymnasien, da unterscheide ich mich anscheinend auch etwas von der Position des Kollegen Yüksel, grundständige Gymnasien sind am besten geeignet, gymnasiale Bildung zu vermitteln. Und da sind wir uns sowohl mit dem Philologenverband wie auch mit dem Hessischen Lehrerverband absolut einig. Das ändert aber nichts an der Richtigkeit dieses Gesetzentwurfs, denn selbstständige Oberstufengymnasien sind gerade keine Konkurrenz zu grundständigen Gymnasien, sondern da, wo sie gebraucht werden, wo sie notwendig sind, Teil eines differenzierten Schulsystems. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, und da sollte man sich schon einmal genau die Anhörungsunterlagen anschauen, dass die verschiedenen Gruppen der Anzuhörenden überwiegend sich positiv zu dem Gesetzentwurf geäußert haben. Das hat zahlreiche Gründe. Einer davon ist, dass z. B. die meisten Gesamtschulen es im Verbund nicht schaffen, so viele Schülerinnen und Schüler zum Abitur zu führen, um auf die notwendige Jahrgangsbreite zur Bildung einer Oberstufe zu kommen. Das hat Frau Sorge z. B., die ja schon zitiert worden ist, für Frankfurt bestätigt. Das gilt aber ganz genauso und teilweise noch mehr in der Fläche. Herr Kollege May war so freundlich, mehrfach auf Frau Sorge und deren Stellungnahme zu verweisen. Das spricht nun natürlich dagegen, dass es sich hier um eine Lex Frankfurt handelt. Denn Frau Sorge hat ja gerade in der Anhörung dieses möglicherweise unbeabsichtigt widerlegt, indem sie den Gesetzentwurf der SPD mit dem Argument abgelehnt hat, sie wünsche sich eine gesetzliche Regelung zur Sondersituation Frankfurts. Also ist ja das, was hier vorliegt, offensichtlich keine Lex Frankfurt, wie sie sich Frau Sorge wünscht. Das Bezeichnende dabei ist, dass Frau Sorge dabei eine Erklärung abgab, die bezeichnend für die schwarz-grüne Schulpolitik in Frankfurt ist. Sie sagte, die jetzige Rechtslage sei ein Hemmnis für die weitere Frankfurter Schulentwicklung und setzte sich deshalb für eine Änderung des Schulgesetzes in diesem Punkt ein. Das ist alles irgendwie ein bisschen widersprüchlich, wie sie sich eingelassen hat, aber im Ergebnis ist eines richtig. Wenn wir uns den Beginn des laufenden Schuljahres in Erinnerung rufen, dann haben wir nämlich genau erlebt, was dort in Frankfurt passiert ist und warum wir eine Änderung unter anderem für die Stadt Frankfurt brauchen. Zum neuen Schuljahr war es nämlich so, dass 500 Kinder in Frankfurt, 500 Kinder, die ein Gymnasium ihrer Wahl in Frankfurt besuchen wollten, eben nicht an ihren Wunschgymnasien aufgenommen werden konnten, sondern fast 200 wurden verwiesen an die ursprünglich für den Stadtteil Nied geplante neu gegründete Schule, ein neu gegründetes Gymnasium, das man in ein paar Containern, die man zusammengestellt hat, unterbringen wollte und für das es kaum Anmeldungen gab. Der Rest wurde an andere Schulen verwiesen. Meine Damen und Herren, das ist keine Schulpolitik, die sich an den Interessen der Eltern und der Schüler ausrichtet, sondern das ist ein Versagen der Schulpolitik in Frankfurt. Bezeichnend ist dabei die Notlösung, die man in Frankfurt dann gefunden hat. Man hat eine Außenstelle des Max-Beckmann-Gymnasiums gegründet, die als Ersatz für ein richtiges Oberstufengymnasium herhalten muss. Das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man die Situation nicht kennt. Da sitzen so zwei Schulen nebeneinander, und da macht man das dann entsprechend. Frau Sorge hat es aber nicht eilig damit, diese Notlösung in Frankfurt zu bereinigen. Ihr reicht es, wenn im Rahmen der Schulgesetznovelle nicht übermorgen, sondern irgendwann etwas sich ändert. Ich kann das verstehen. Vom bequemen Sessel der Schuldezernentin in der Stadt Frankfurt mag man das so sehen. Die, die es ausbaden müssen, Schüler, Eltern, Lehrer, die sehen das alles etwas anders. Und interessanterweise hatten wir in der Anhörung ja auch den Schulleiter dieser betroffenen Schule, Herrn Stripp, der seine Situation beschrieben hat. Es sind eben nicht zwei zusammenhängende Schulstandorte, sondern es sind glatte 7 Kilometer, die zwischen der Schule und der daran
verbundenen Oberstufe hängen. 7 km Abstand, also das sind zwei selbstständige Schulen, nur dass sie rechtlich natürlich nicht selbstständig sein dürfen, weil sie das Gesetz nicht entsprechend anpassen. Herr Stripp hat sarkastisch bemerkt, dass er sich freut, dass er dem Land das Geld für eine Schulleiterstelle spart. Er würde sich auch trotzdem freuen, wenn sich der Gesetzgeber bewegen würde. Es sei nämlich alles nicht so ganz einfach. Das kann man sich vielleicht, wenn man den Schulalltag sieht, auch vorstellen, zwei Schulstandorte 7 km voneinander entfernt zu leiten, mit zwei Schulgemeinden, mit zwei Lehrerschaften, mit zwei Schülerschaften. Meine Damen und Herren, das ist sicherlich anstrengend, und da reicht es nicht, wenn Frau Sorge uns erklärt, na ja, das könnte man ja damit regeln, dass man dem Schulleiter ein paar zusätzliche Deputatstunden gibt. Meine Damen und Herren, das ist fern von den Problemen der Menschen. Sie sind offenkundig fern von den Problemen der Menschen, aber das passt ja zu der Diskussion, die wir beim letzten Tagesordnungspunkt hatten. Kollege, der Stand der Herrn Süßefers, Abgeordneten May. Ach ja, lassen wir ihn doch mal fragen. Das ist immer ganz lustig. Sehr geehrter Kollege Greilich, wie beurteilen Sie die Situation an anderen Schulen? Also ist Ihre Auffassung tatsächlich die, dass eine gemeinsame Schulleitung für zwei Schulstandorte, insbesondere dann, wenn sie an zwei verschiedenen Orten ist, ist unzumutbar? Und wie beurteilen Sie dann die, sage ich mal, auch in der letzten Legislaturperiode in großer Anzahl genehmigten Verbundschulen? Doch besser die Zwischenfrage nicht zugelassen, denn Sie haben ja eine halbe Minute meiner letzten Minute Redezeit genommen. Aber ich finde es prinzipiell problematisch, halte es prinzipiell für problematisch, was Sie hier schildern, nämlich an zwei weit entfernten Standorten Schulen zu leiten. Das ist nicht sonderlich dienlich. Aber, meine Damen und Herren, und lassen Sie mich diese Schlusssätze noch sagen, die Koalition in Wiesbaden passt insoweit mit ihrer gymnasialfeindlichen Politik zur Politik der gleichen Farbenlehre in Frankfurt, zur völlig verfehlten schwarz-grünen Schulpolitik. Das, was Sie hier machen mit dem Stellenabzug in den gymnasialen Oberstufen, passt genau zu der Ablehnung selbstständiger Oberstufengymnasium, Obergymnasien. Ist ja auch logisch, auf selbstständige Oberstufengymnasium. Gymnasien bezogen, bedeutet nämlich diese Stellenkürzung eine Kürzung um glatte 8% im Laufe der drei Jahre, auf die Sie das angelegt haben. Insofern machen Sie mit Ihrer Ablehnung des Gesetzentwurfs der SPD wieder einmal deutlich, die Gymnasien machen Sie zum Steinbruch schwarz-grüner Bildungspolitik. Das Wort hat Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Anhörung zu dem Gesetzentwurf der SPD hat dreierlei gezeigt. Erstens. Es gibt, insbesondere unter dem Blickwinkel der Situation in Frankfurt, durchaus Anlass, über das rigorose Verbot neuer eigenständiger gymnasialer Oberstufen neu nachzudenken. Zweitens. Es gibt aber keine besondere Dringlichkeit, die ein Handeln das war auch ein interessanter Kommentar. Gesundheit, liebe Frau Wissler. Zweitens. Es gibt aber keine besondere Dringlichkeit, die ein Handeln schon zum Beginn des Schuljahres 16/17 unbedingt gebieten würde. Und drittens und vor allen Dingen. Die Frage ist durchaus komplex und verlangt die Berücksichtigung diverser Parameter. Und deswegen kann sie jedenfalls nicht so einfach beantwortet werden, wie das der vorliegende Gesetzentwurf versucht. Ich will das in aller gebotenen Kürze im Einzelnen näher ausführen. Aber lassen Sie mich zunächst eines feststellen, meine Damen und Herren, weil das, glaube ich, von entscheidender Bedeutung ist und damit auch klar ist, dass wir diese Diskussion ohne Hast und ohne Aufgeregtheit führen können. Der Zugang zu einer gymnasialen Oberstufe ist schon heute, unabhängig von dem bisherigen Bildungsweg, überall in Hessen möglich. Der entsprechende Anspruch ist zu 100% eingelöst und wird auch weiterhin eingelöst werden. Aber dafür ist die Richtung neuer eigenständiger Oberstufengymnasien nicht der einzige Weg, sondern das geht beispielsweise auch über die Erweiterung bestehender Oberstufen oder es geht durch den Aufbau neuer Oberstufen an bestehenden Mittelstufenschulen oder auch an neu gegründeten Schulen. Das Verbot der Neuerrichtung eigenständiger Oberstufengymnasien, wie es heute noch im Gesetz steht, steht ihm in keiner Weise im Wege, und die Art und Weise, wie die Situation in Frankfurt gehandhabt wird, zeigt das auch, meine Damen und Herren. Ich kann auch nicht erkennen, und da will ich jetzt nur eine Inkonsistenz aus der Begründung des Gesetzentwurfs aufgreifen,
Ich kann auch nicht erkennen, warum ausgerechnet die zurückgehenden Schülerzahlen im ländlichen Raum dort zur Neuerrichtung von Schulen führen sollen. So steht es ja in der Begründung drin. Das muss man sich ja schon einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, wenn die Schülerzahlen zurückgehen, lautet die Antwort darauf, neue Schulen zu errichten. Nein, meine Damen und Herren, umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Gerade wenn es erforderlich ist, dass mehrere Schulen der Sekundarstufe I zur Gewährleistung entsprechender Jahrgangsbreiten miteinander kooperieren, dann braucht man dafür nicht noch eine eigenständige Schule obendrauf, sondern es genügt, wenn eine der kooperierenden Schulen über eine Oberstufe verfügt. Nicht die Frage, wo die Oberstufe angesiedelt ist oder ob die Oberstufe selbstständig ist, ist entscheidend, sondern dass die Schulen kooperieren. Darauf müssen wir achten, und das ist auch die Antwort für den ländlichen Raum. Aber, meine Damen und Herren, ich will ausdrücklich betonen, dass uns das nicht vom weiteren Nachdenken abhalten wird und dass wir natürlich sehen, dass bei insgesamt erheblich steigenden Schülerzahlen wie in Frankfurt das Thema damit nicht einfach ad acta gelegt werden kann. Wir müssen jedoch eines verhindern. Wir müssen verhindern, dass anderswo neue eigenständige Oberstufen leichthändig errichtet werden, beispielsweise aus rein lokalpolitischen Gründen, weil es vielleicht für den Moment der einfachste Weg ist, damit man sich nicht entscheiden muss, etwa in einem Landkreis, wo dann in verschiedenen Städten verschiedene Schulen sind, welche Schule kriegt denn jetzt die Oberstufe. Das kann nicht der Grund sein. Sondern wenn ein neues eigenständiges Oberstufengymnasium errichtet werden soll, dann muss es auf Dauer trag- und lebensfähig sein, und es darf vor allem auch nicht irgendwelche bereits existierenden Oberstufen kannibalisieren. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist eine bloße Aufhebung des gegenwärtigen Verbots ohne neue ergänzende Rahmensetzungen nicht sinnvoll. Aber zu diesen Rahmensetzungen, und dafür bin ich auch dankbar, dass dieser Gesetzentwurf eingebracht worden ist, zu diesen Rahmensetzungen hat uns nämlich die Anhörung in der Tat wertvolle Hinweise gegeben. Sie hat nämlich gezeigt, dass wir, wenn wir uns die Sache näher betrachten, drei Dinge auf jeden Fall gewährleisten müssen. Erstens. Die schon erwähnte auf Dauer tragfähige Jahrgangsbreite an einer neu zu errichtenden Oberstufenschule. Das hat beispielsweise die Vereinigung der Oberstudiendirektoren in der Anhörung besonders betont. Zweitens. Die Vermeidung eines Überangebots an Oberstufenplätzen, die zwangsläufig zu einer ruinösen Konkurrenz zwischen den verschiedenen Oberstufenschulen führen würde. Darauf haben in der Anhörung etwa der Deutsche Lehrerverband Hessen, der Philologenverband, aber auch der Landeselternbeirat hingewiesen. Und drittens. Eine saubere Abwägung, ob wirklich die Neuerrichtung eines Oberstufengymnasiums oder nicht eher die Erweiterung einer bestehenden gymnasialen Oberstufe oder der Aufbau einer neuen gymnasialen Oberstufe an einer existierenden Gesamtschule den Gegebenheiten vor Ort am besten entspricht. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Frau Kollegin Degen. Ich denke, das lässt sich mit der Redezeit noch vereinbaren, Herr Degen. Mit Verlaub, Herr Kultusminister, sind die drei genannten Kriterien nicht ohnehin Kriterien, die Ihr Haus bei der Genehmigung eines Schulentwicklungsplans ohnehin anlegt? Genau. Herr Abgeordneter Degen, das ist durchaus richtig. Darauf müssen wir auch achten. Aber, und deswegen war es interessant, dass gerade der letzte Punkt, den ich genannt habe, in der Anhörung auch vom Landeselternbeirat und von der Stadt Frankfurt, von der schon mehrfach zitierten Schuldezernentin Frau Sorge, erwähnt wurde, die Schulträger haben nämlich selbst den Wunsch für ihre Schulentwicklungsplanung, dass sie sozusagen festgelegt haben, aufgrund welcher Kriterien sie entscheiden. Das heißt, sie begrüßen es, wenn Kriterien im Gesetz stehen, die ihnen dann ja auch umgekehrt Sicherheit geben, wie die Genehmigungspraxis des Kultusministeriums aussieht. Wenn Sie sozusagen freihändig ohne Anleitung im Gesetz planen und dann wir sozusagen auch freihändig, auch wenn wir das natürlich so gut wie möglich zu kommunizieren versuchen, entscheiden, ist das jedenfalls nicht der Idealzustand, sondern wenn diese Abwägung durch im Gesetz niedergelegte Parameter gesteuert wird, dann ist das für alle Seiten einfach die berechenbarere Variante. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir werden genau prüfen und überlegen, wie diese Punkte zu gewährleisten sind, genau auch, wie man das im Gesetz niederlegen kann. Wir werden Ihnen dazu, das ist ja schon mehrfach angekündigt worden, aber ich glaube, das ist auch primär meine Aufgabe, deswegen bestätige ich es Ihnen gerne, wir werden Ihnen dazu im Rahmen der anstehenden Schulgesetznovelle einen Vorschlag machen. Das wird auch im Laufe des nächsten Jahres sein, in das wir jetzt ja demnächst hineingehen werden. Aber einen solchen Schuss aus der Hüfte, eine solche isolierte Regelung, wie sie der vorliegende Gesetzentwurf vorsieht, die brauchen wir für diesen Zweck nicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, damit ist die Aussprache geschlossen.
Ich komme zur Abstimmung in zweiter Lesung zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des dritten Gesetzes zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen, Drucksache 19/2821, Drucksache 19/1981. Wer diesem Gesetzentwurf in zweiter Lesung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD, von FDP und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU und die GRÜNEN. Damit stelle ich fest, dass dieser Gesetzentwurf mit Mehrheit abgelehnt worden ist.